So, und eine setzen wir hier hinten nochmal hin. Ohne Munition bringt das nichts. So. Wir stellen aber ganz viele Fallen. Die Chance höher. Zack. Zack. Ja, das ist schön, dass man die auch an Bäumen festnageln kann, ne? Überall surrt und summt das hier, das ist gut. Ist für uns immer gut. So, und eine machen wir vielleicht noch hier hin. Ohne Munition. Ja. Ich würde jetzt mal behaupten, das reicht. Genau. Miet. So. Ist entdeckt. Muss schon sagen, pass. Zack. Komm, hallo. Zack. Ich komm heraus. Oh, na, hier sind wir ein bisschen nachlässig geworden, ne? Ja, komm, Itze. Ja, komm. Gut. Ja, feines Mädchen. So, dürfte der letzte hoffentlich sein. Jawohl. Surren und Summen ist gut. Genau, aus folgendem Grund, das waren unsere Fallen. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du... Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Da habe ich doch eben gerade tatsächlich das Mikrofon und den Sound verwechselt. Wollte mir die Nase putzen, wollte das Mikro ausmachen und macht den Sound aus. Ich trottel. Egal. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein.
Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. So, Level 5. Yippie. Und wir latschen gleich mal direkt nach Mutterherz. Und lassen uns da noch ein bisschen zulöhlen. 2 Fertigkeitspunkte. Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Das ist jetzt halt die Frage, wie viele Rohstoffe braucht man denn später eigentlich? Ich mach das einfach mal. No risk, no fun. Das ist mein Motto. So, wie gesagt, dann wollen wir mal schnell zu Mutterherz. Die Nebenquest lassen wir Nebensache sein. Questbelohnung. Oh, wir haben eine Kiste bekommen. Eine Schutzkiste. Oh, ein Schnellreisepaket. Das können wir auch gleich direkt nutzen. Und da ist ein Feuer. So, das Feuer hier? Nee. Reisen. Ja, ich will. Drift Zutaten. Yeah. Davon kommen gleich noch ein paar mehr hinzu. Da wir jetzt ja schon den 2. Skillpunkt in Plündern haben. Oh. So, dann wollen wir uns gleich mal die Party geben. Ich hoffe, wir müssen runter. Okay. Ich hoffe, ihr habt noch Kraft, denn vielleicht kommt ganz viel Storytelling. Hier eben. Doch. Aloy. Wir müssen reden. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja, ich will. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Wir sind einfach mal bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg.
Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Ja, da hatten wir schon drüber abgestimmt, und zwar I will find you. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Ich kann Spuren lesen. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Nein. Er wird nicht sterben. Die Urmutter segne dich, Aloy. Beim letzten Bossfight wird er ankommen mit seinem Speer und die letzte Maschine umhauen. Irgendwas in der Richtung. Ritterrost. Ja. So. Ich muss ihn gehen lassen. Zuerst die Erprobung. Genau. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist hier, Sir? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Cedric, bevor ich das vergesse. Samstag. Da werden wir beide zusammen streamen. Vielleicht sind die Karja gekommen, um sich zu entschuldigen. Aloy! Du bist es, oder? Hier drüben! Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Wie, ist es nicht von Gucci, ja? Naja. Ja, rüsten wir es aus. Schade, keine 200 Metallscherben, sonst könnten wir uns hier die blaue Rüstung kaufen. Und eine gratis Probekiste hat er für uns. Das ist cool. Da. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein
großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Was ist mit Vala? Sie ist stark. So. Oh, cool. Wollen wir da direkt mal so ein blaues Ding reinhauen? Ja, ach komm. Einfach rein damit. Zack. Zack. Sieht auch aus. Dich kriegen wir. Nein. Dafür haben wir leider nichts. Egal. Im Inventar haben wir noch was. Rohstoffe. Boah. Haben wir da viel. Schatzkisten. Eine Schatzkiste. Oh, gut. Der Fallen- oder Trankbeutel ist voll. Dann wollen wir mal was herstellen, oder? Ach, können wir nicht. Verdammt. Schutzke. Kann ich. Ah, verdammt. Der Trankbeutel. Wir brauchen einen größeren Trankbeutel. Das stellen wir uns später schnell mal her. Was für Tränke haben wir denn noch, wenn er schon voll ist? Aha. Aha. Okay. Ups. Interessant. Angeblich bittet er bei einem Sieg um einen Fisch. Ja, komm da runter. Aber nicht mit seiner Freundin. Du bist schon betrunken. Sondern der Schwester. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Schön. Am Anfang. Schön. Alles toll. Viel zu wenig Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander. Im Schutz ihres Beckens. Hey Leute, hier drüben. Karst? Was machst du hier? Vorsicht. Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Bis zum nächsten Mal. Ich will nicht mit ihm reden. Bist du Kriegerin? Ich will nicht mit ihm reden. Nicht jetzt. War hier nicht irgendwo auch dieser Kerl mit diesem... Doch nicht das Fest verderben. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben Mörder und Versklaver! Ja! Ja! Mörder und Versklaver! Hey, erleuchtet halt. Lass das sein! Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseran, kein Karja.
Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Wollen wir etwas vergessen, was die Karja unserem Stamm angetan haben? Urmutter, gib mir Kraft. Unbekanntes Gerät entdeckt. Was bedeutet das? Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Hier steht er toll. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh. Ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt sein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Avad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können 3 Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner.
also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Avard hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja, aber geopfert? Nein. Ein paar Kaja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Also Meridian scheint schon mal die Hauptstadt zu sein. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Wenn die Kaja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Kaja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Kaja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Jo, das war mal eine Menge Input. Eine Menge Input. Damit haben wir ein paar Stämme kennengelernt dürfen. Zumindest in der Theorie. Und über den König. Zuschauer mitreißen. Da gehe ich ja lieber arbeiten, als mir das anzusehen. Wir müssen jetzt gerade mal gucken. Alle sagen immer, das Fest war letztes Jahr besser. Wenn ich irgendwo einen Speicherpunkt. Da liegt auf jeden Fall was.
Egal, wir müssen dann schon mal. Achso, hier ist auch noch. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, genau. Wenn ich nicht mehr bin. Komm da runter! Sofort! Oh, das könnte dir ganz ernst, dass ich runterfalle. Diese Karte ist unser heiliges Land. Du willst, dass ich niemand Spaß habe. So. Das Feuer ist hier. Und genau an dieser Stelle werden wir jetzt auch einen kleinen Break machen. Ich speichere jetzt noch. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für euren Support bedanken. Beim nächsten Mal geht es dann erst richtig los, habe ich das Gefühl. Das werden wir jetzt am Wochenende, jetzt die kommenden Tage, weitermachen. Und ja, ich bin gespannt, was das Spiel jetzt letztendlich zu bieten hat. Ich habe bewusst im Laufe des Let's Plays jetzt nichts von der Grafik oder so erwähnt. Die Grafik ist selbsterklärend natürlich sehr, sehr schön. Die Synchronisation ist auch sehr gut gemacht, sofern es sich um die Hauptcharaktere handelt. Über die Story möchte ich jetzt noch nicht so wirklich urteilen, weil die fängt jetzt gerade erst an. Ja. Ich möchte es dabei auch erstmal belassen, weil es ist ja doch eigentlich nur angerissen. Es war ja eigentlich nur ein ganzes Tutorial. Und ja, einfach abwarten, was jetzt in den weiteren Teilen geschieht. Und ja, für heute verabschieden wir uns. Es geht im nächsten Part weiter, also jetzt am Wochenende theoretisch. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Part.